You need to know that I'm a Ja, und damit hallo und willkommen zu einem neuen kleinen Stream hier auf LaTwitch. LaTwitch, ja, das ist nämlich keine spanische, nee, das wäre eher französisch, auf jeden Fall eine nicht deutsche Plattform. Und ja, wir spielen heute einen sehr langen Stream. Wir spielen heute komplett Need for Speed to Run in diesem Stream heute durch, das ist zumindest der Plan. Und nebenbei erstmal danke an Rocket the King für die Subscription, willkommen bei den Noobs, ein schöner Start in den Stream. Und ja, wie gesagt, wir spielen heute komplett The Run durch, weil es mit der kürzeste Need for Speed Teil ist, den schafft man in einem Stream. Und ja, danke auch an Philipp Storm für die Subscription, willkommen bei den Noobs. Das ist zumindest heute der Plan. Ich bin sehr gespannt drauf, ich habe nämlich echt Bock drauf, weil für viele ist Need for Speed to Run kein gutes Need for Speed. Ich finde es aber echt gut, ich habe wirklich sehr, sehr viel Spaß immer in diesem Spiel gehabt. War damals auch mein erstes Konsolen-Display gewesen, unter anderem. Und danke damals auch an unseren Elektroladen, der mir das Ding fast gefühlt eine Woche vorher gegeben hat. Ich weiß nicht warum, sie hätten es nicht gedurft, aber sie haben es mir einfach in die Hand gedrückt, war nett von denen. Und das werden wir heute komplett durchspielen, weil ich, wie gesagt, es macht spielerisch echt viel Spaß, es ist eine super geile Story dahinter, eine super geile Idee, es ist kein gutes Need for Speed, weil das ganze Tuning über den Haufen geworfen ist, es gibt kein Free Roam mehr und sonstige Spielrenzchen, an sich sind halt viele Features der Haupt Need for Speed Teile weggefallen, aber es ist wirklich sonst ein sehr schönes Spiel. Wem das Spiel Spaß gemacht hat und einen guten Film sucht, den kann ich nebenbei auch nur Need for Speed, den Film ans Herz legen. Need for Speed ist so ein guter Film, was Action-Auto-Filme angeht. So viel besser als Fast and Furious, alleine wegen den ganzen Autoszenen. Unbedingt geben, insbesondere mit einer guten Surround-Anlage, dann habt ihr damit richtig Spaß. Danke an Dom Cinematics für die 100 Bits, Dankeschön. Und ja, jetzt erstmal willkommen an alle, die hier im Chat gerade eingeschaltet haben. Willkommen, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Das Wetter ist ja ganz angenehm, also wir haben einen schönen Sonnenschein draußen. Es ist nur arschkalt, deswegen bin ich auch froh, in der Bude zu bleiben. Und ja, ich habe Bock drauf, ihr hoffentlich doch auch. Wir werden das komplett durchspielen. Nebenbei, kleiner Fact. Gleich in dem Anfang des Spiels müsst ihr mir ein bisschen im Chat helfen, ob der Ton so passt, zu leise ist oder zu laut ist. Warum frage ich das so? Weil in dem Fall muss ich da mal ganz kurz immer auf diese Ebene hier gehen. Wartet, die hier. Weil das Spiel bietet mir nämlich keine Möglichkeit, im Spiel den Ton einstellen. Ich muss also deswegen kurz immer auf Windows tappen und dafür switche ich dann immer kurz das Bild, damit ihr nicht meinen ganzen Desktop allein seht. Danke nochmal, Tom Simmex, für weitere 100 Bits. Dankeschön. Weil die Sache ist, und das ist jetzt ein geiler Fakt vom Spiel, hier gibt es ja jetzt Audio-Optionen, ne? Das sind alle verfickten Einstellungsmöglichkeiten. Das oben ist nicht der Balken, um es leiser lauter zu machen. Das ist einfach nur, ob du mehr Motorsound haben willst oder mehr Hollywood. Das ist alles. Es gibt keine Toneinstellungen. Also das ist halt echt der Shit, muss man mal sagen. Ja, keine Ahnung warum. Wie gesagt, ihr müsst mir da ein bisschen Tipps geben. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt gleich mal los. Beschreibt gerade eine ganz gutes, eher wie ein Roadtrip. Stimmt, ja, das Spiel ist eigentlich wie so ein Roadtrip. Wie gesagt, die ganze Idee in dem Spiel finde ich super, super gut. Sie hätten nur halt viel mehr Zeit gebraucht, damit das Ding halt nicht nur 5, 6 Stunden ist. Weil ich glaube, davon sind 2,5, 3 Stunden gerade mal Gameplay. Also ich zocke heute noch nicht mal so viel. Und ja, ich würde sagen, wir legen los mit The Run, weil das nämlich die Story ist. Es gibt auch eine Challenge Series hier. Muss ich mal gucken, ob wir die vielleicht uns auch irgendwann nochmal vornehmen. Ich habe die nämlich nie gespielt. Ich habe die wirklich nie gespielt. Aber ich habe den Multiplayer sehr viel gespielt, damals auf der PS3. Den habe ich echt gesuchtet, weil der Golf 1 damals so mega OP war. Ja, ich würde sagen, wir legen los mit The Run. Ich habe Bock drauf, ihr hoffentlich doch auch. Und deswegen klickt mal drauf. Und wie gesagt, Sound müsst ihr mir ein bisschen helfen, ob das so passt für euch. Da müssen wir ein bisschen gucken. Untertitel habt. Warte, ich gucke mal Sicherheitshalber nochmal an. Untertitel sind an. Einfach nur der Sicherheitshalber, ja, ist alles an. Sehr gut, würde ich sagen. Gehen wir mal rein. Danke an Jonas MK4 für die Subscription. Willkommen bei den Noobs. Dankeschön. So, neu starten. Wir spielen einfach mal auf normal, oder? Danke an Unbekannter 131 für die Resub. Mein Gott, was geht denn hier gerade ab, ey? Dankeschön für die Resubscription. Danke an GamerBait05 für die Resubscription. Willkommen immer noch in der Noob Army. Alter, 440 Zuschauer. Junge! Eieiei, alles am Stück oder mit Pausen? Ich werde höchstwahrscheinlich zwischendrin mal kurz Pausen machen, weil ich ein bisschen Husten habe. Dementsprechend muss ich ein bisschen wegen der Stimme gucken. Aber wir werden das heute komplett durchspielen. Aber wie gesagt, mal so alle 2 Stunden vielleicht mal so kurz 10 Minuten Pause, nicht länger. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Normal spielen wir und ab geht's mit Need for Speed The Run. Jack Rook. Jack ist ein Fahrer, einer der besten. Durch seine Dreistigkeit und Arroganz hat er sich Schulden eingebrockt, die er nicht zurückzahlen kann. Gangster haben den Kopf gelaufen, nun sucht er nach einem Ausweg. 1.15 Uhr Hollywood Rache Story, präsentiert von EA Blackbox. Entschuldigung. Electronic Arts präsentiert.
Eine Blackbox-Position. Ja, ein Studio, was heutzutage nicht mehr viel machen darf. Komisch, aber auch. Ich habe gerade voll die Gänsehaut, ich schwör's euch. Es stellt mir gerade ein bisschen die Nackenhaare auf, das Intro. Aber schön die Scheinwerfer an. Ist wichtig, wenn das Ding in die Schrottpresse kommt. Man will ja auch wissen, wo man das Ding hinsetzt. Ich muss immer noch sagen, die Inszenierung finde ich von dem Spiel weiterhin geil. Das ist halt trotzdem gut gemacht. Auch wenn es hier und da seine Fehler hat, aber. Die ganze Grundidee ist super geil. Okay, das ist keine gute. Also es ist keine gute Situation, wenn man mit einem Porsche in der Schraubpresse sitzt. Eindeutiger Fehler, eine Schraubpresse ist keine gute Position für einen Porsche mit Person drin. Dementsprechend nutzen wir mal dieses geile Feature, was sie damals eingeführt haben, nämlich Quicktime-Events, um aus dieser Scheißkarre rauszukommen. Nebenbei, da hat jemand sehr, sehr schlechtes Panzertape genutzt. Wenn das so losgeht, gutes Panzertape löst sich so nicht. Und das gute Panoramadach. Panoramadächer retten Leben, liebe Leute. Kauft euch mehr Panoramadächer. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt mach dich da raus, Alter. Das wird sonst ein bisschen schmerzhaft an den Beinen. Nebenbei, danke an Dave Way für 95 für die 50 Bits. Dankeschön. Was zum Henker? Der ist auf dem Wagen. Auf ihn! Mein Gott, dieser ganz schön schlechte Bösewicht, um ehrlich zu sein. Das hätte man noch mitkriegen können, die Idioten. So, ab die Post. Schöner RS4. Unser Fluchtfahrzeug, liebe Leute. Schöner Schrottplatz hier. Ganz schön großer Schrottplatz, um es ehrlich zu sein. Entkommen den Gangstern. Guten Tag, der Herr. Nebenbei das erste EA-Spiel, was ja mit der Frostbite-Engine lief. Deswegen, das sieht echt für das Jahr 2011 immer noch echt gut aus. Aber die Frostbite-Engine ist halt auch ein Brett. Ah, du bist ja wieder da. Ist ja schön. Das war vorher nicht so gemeint. Verstehst du sicher, oder? Okay, ja. Ich check das schon. Danke. Letztendlich rammen sie ja nicht mein Auto. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ey, mein Heck. Aber hier denke ich mir so, ey, euer Heck. Oh, fuck it. Auf die Spenden und so gehe ich gleich ein. Dankeschön nebenbei schon mal. Das ist gerade bei dieser Action-Sequenz ein bisschen schwierig. Stimmt, es gab ja auch Zurückspulen im Spiel, yo. Gab's ja auch. Das sieht echt gut aus. Ey, hallo. Yo. Ja. Das Geile ist, man muss jetzt überlegen, boah, das sieht ja aus wie von Michael Bay. Der Trailer für das Spiel ist von Michael Bay gemacht. Oh, Zug. Michael Bay gemacht worden. Zug, Zug, Zug. Tschüss, Jungs. Mach mich da mal, ne? Schönen Feierabend. Danke an Hasix für die 10 Euro, war ein spannendes Stream. Ich wünsche dir auch und den ganzen Schulstunden natürlich viel Spaß. Und an Dave Bay für die 100 Bits, Dankeschön. Sam und Jack kennen sich schon lange. Sie hat mit Jacks Rennfahrervergangenheit viel Geld verdient. Und der Text war viel zu schnell weg. Das habt ihr vielleicht lesen können. Ist es schlimmer als Bus, Bus, Bus? Nein, es ist Zug, Zug, Zug. Ich sag auch Leuten die Hallo. Ich komme einfach rein, auch wenn es gute Freunde sind. Hallo gibt's hier nicht. Macht man nicht. Das ist nicht höflich. Es heißt, du hättest dir was eingebrockt, Jack.
Nichts tun hat noch keinen weitergebracht, oder Sam? Zumindest keinen aus unserem Block. Aber ich kann dir helfen, die Sache zu regeln. Was tue ich? Was du am besten kannst. Besser als jeder andere. Aber danke gerade für die Eskalation bei den Spenden. Ich lese das gleich vor. Dankeschön. Ja, Alter. Du kanntest meine Antwort schon, bevor ich hier reinkam. Das Rennen geht von San Francisco nach New York. Nur die besten Fahrer. Gewinnst du? Löse ich dein Problem und gebe dir 10% ab. Das ist ein total schlechter Deal. 10%. Es geht um 25 Millionen. Rechne es aus. Das ist trotzdem ein schlechter Deal. Nach dir. So reagiert man, wenn man keine Mathe kann. Rechne du es aus, ich mach das nicht. Mit mehr als 9%. Okay, so weit war ich in Mathe auch. Das habe ich auch noch gerafft. Da bin ich noch, da komme ich noch mit. Das raff ich noch. Nebenbei danke an D-Bank 96 für die 2 Euro. Energy Chips sind bereit für einen kleinen Marathon. Ja, ein kleiner würde ich sagen. Und danke an Max Schiff für die 100 Euro. Junge, eskalier halt. Schön, dass du dich nach einigen Jahren immer noch das machen kannst, worauf du Lust hast. Damals habe ich nach dem Need for Speed Let's Play gesucht und da jetzt gefunden. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch, dass ich das alles noch so machen darf, wie ich es vor Jahren angefangen habe. Dankeschön auf jeden Fall. Autos. Riesendank für den fetten Support. Need for Speed, so Mann. Ja, auf jeden Fall erstmal fetten Dank gerade für den Streamstart. Ey, 640 Zuschauer. Aber Leute, was geht denn bei euch ab, ey? Danke auch schon für die, wie gesagt, danke für die Spenden, Alter. Ihr seid der Wahnsinn. Danke für den Support, Alter. Ich freue mich riesig. Die Hashtags habe ich vorgelesen. Hashtags müsste ich vorgelesen haben, oder tue ich mich? Sam Bacadeo, San Francisco, 4 Stunden später. Jetzt kann er in den Cutscenes liegen, dass es ein bisschen ruckelt, zum Teil. Die sind nicht in 60 FPS, soweit ich das glaube, weiß. Daran liegt das, glaube ich. Ich glaube, das Spiel selber läuft in einem anderen Framerate als die Cutscenes. Das ist das Problem davon. Es ruckelt bei mir auch ein bisschen, das liegt nicht nur an Twitch. Das ist leider ein bisschen das Spiel. So, wir dürfen unser erstes Auto auswählen hier am Anfang. Autos wechselt man ja hier einfach an der Tankstelle. Ist wie in echt auch, ich fahre in die Tanke ran, zack, anderes Auto mit einem anderen Bodycat. Das ist in echt genauso, so funktionieren Tankstellen. Nur unsere Tankstellen hier gegen grafen das nicht so ganz. Irgendwie funktioniert. Obwohl, da wechsle ich auch immer meine Autos. Deswegen habe ich immer so oft andere Autos, weil ich an Tankstellen fahre, lieber Leute. Dementsprechend. Ich komme auf die eine Spende. Backschiff, Dankeschön nochmal auf jeden Fall. So, wir haben M3 GDS zur Auswahl. Dann haben wir dazu einen Nissan Fairlane 240Z. Supergeil. Ford Shelby GT500. Oh, den muss ich eigentlich nehmen, alleine, weil der Need for Speed Film auch darauf basiert. Dann haben wir noch, ja, Autos aus der Limited Edition. Die habe ich leider nicht. Ich habe die normale Version. Dementsprechend, wir nehmen den Shelby. Ich muss den Shelby nehmen, es tut mir leid, liebe Leute. Da brauchen wir nicht lange überlegen. Ich arbeite bei der Shell, machen wir genauso, dachte ich mir. Unsere Shell macht das nicht so, red mal mit denen hier. Also unsere Shell ist da ganz komisch irgendwie. Die tauschen die einfach Autos. Ich fahre da hin und sage, ich hätte gerne ein anderes Auto mit Breitbau, dann sagen die, haben wir nicht. Das ist ganz komisch. Die haben die immer ausverkauft, check das nicht. Ich bin auch sehr enttäuscht von unserer Shell. Ich habe da auch schon eine Kundenbeschwerde eingereicht, hat aber irgendwie hat das nicht gefruchtet. Ich weiß nicht, die raffen das nicht. Check das nicht, komisch. Ich glaube, ich muss mal zu einer anderen Shell. Ja, ist schlechter Service, sehe ich auch so. Was haben wir jetzt an einem serienmäßigen GT500 getunt? Was war da jetzt notwendig, da einen Schraubenzieher? Mann. Geladen und in sicher. Über 200 andere Fahrer und mehr als 3000 Meilen Asphalt trennen uns von New York. Das hört sich gut an. Ich mag die solche Synchronstimme irgendwie. Schnell nach Napier oder du verpasst den Start. Es ist so ein geiles Feeling, dieses Spiel. Dieser Run macht halt so eine geile Atmosphäre. Deswegen finde ich den Need for Speed Film ja auch so gut. Also ich kann euch das Spiel nur empfehlen. Aber das Spiel kostet, glaube ich, 5er mittlerweile auch. Also dementsprechend. Danke an Zeus137 für die Subscription. Willkommen bei den Noobs. Also das Spiel kostet nichts mehr. Ich kostet 5er am PC. Ich habe mir auch die PC-Version noch kaufen müssen, weil ich habe nur die Konsolenversion bisher gehabt. Ich hätte gerne eine weitere Sicht. Dankeschön.
Na, Pill! Hab ich jetzt gerafft? Ah, du, Pill! Ah! Bin zu schlecht für sowas, um das zu raffen. Nebenbei, wie gesagt, wenn es bei euch ein bisschen ruckelt, es liegt am Spiel. Das Spiel hat leider eine Frame, die ist aus der Hölle zum Teil. Dementsprechend, ja, das ist das Spiel, da kann ich nichts gegen machen. Also ist halt einfach nie von City One, war jetzt nicht unbedingt das performanteste Spiel. Danke an Thomas in der Welt, so weiter und 200 Bits. Gute Autowahl, sehe ich genauso. Schäbige in Full ist halt geil. Finde ich auch geiler als den neuen. Ich finde das Ding hier schicker als den neuen, muss ich sagen. Muss ich einfach ganz klar sagen. Alter, 710 Zuschauer, was denn geht denn hier ab, Alter? Ja, die Kamera ist viel zu nah am Auto, aber es ist leider die einzige Sichtperspektive. Wie gesagt, es gibt nur drei. Es ist leider das Problem. Die Sicht ist leider. Die Kamera ist ein bisschen manchmal mehr. Oh, wo war nochmal die Handbremse? Da warst du nicht. Jetzt mal kein Scheiß, wo war die Handbremse? Warte mal kurz. Kann man das hier nirgendwo einsehen? Nee, Entschuldigung, geht ja im Spiel nicht mehr. Ah, es sind so Designentscheidungen bei. Wo ist die Kack-Handbremse? Hab sie, X, okay, sehr gut. Ja, wer einen Autofilm gucken will, ich empfehle den Need for Speed Film allen. Es ist so viel besser als die Fast and Furious Filme, was Autos angeht. Oh, die Konkurrenz mit dem Challenger, Camaro und einer 8 und eine geile Überwachungskamera. Du musst Las Vegas in den Top 150 erreichen. Alles klar. Okay, erreiche Las Vegas. Funktioniert nicht, wenn der Unterboden bis dahin im Arsch ist. Wir sollten vielleicht mal vom Gas gehen, Jack. Okay, dann nicht. Lassen wir das. Ja, ja. Dicht machen. Ist ja gut. Hier sind auch noch andere Autos. Ich bin nicht der Einzige, der verfolgt wird diesmal wenigstens. Ist wenigstens nicht wie bei anderen Spielen. Verkehrskontrolle. Bitte fahren Sie rechts ran. Allgemeine Verkehrskontrolle. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. So stelle ich mir hier keine Kontrolle vor. Ah. Nee, Unterstützung ist nicht. Gar nicht drin, nein. Boah, Mauer, Mauer, Mauer! So. Das ist wie in echt, das ist wie in Deutschland wieder ganz im allgemeinen Verkehrsverkehr. Der hat alle geile getunte Teile. Oh, da kam Camaro. Sauber überholt, der wäre fast die Karre gekachelt. Das gibt mir gleich sauber überholt. Kann ich dir denn da eigentlich sagen, sobald man ein neues Auto braucht? Ich fahre den Chevy nämlich auf den ersten Metern, bis das Vega schon komplett schrott. Diesen Spruch kenne ich doch aus einem alten Need for Speed Teil. Da hatte ich auch schon der Brücke gefahren, das hat auch nicht funktioniert. Nee, ist nicht. Nix mit helfen. Ach stimmt, sogar ein Super Snake. Ja, okay, ist sogar noch ein geilerer GT500. Habe ich gar nicht gerafft, dass es ein Super Snake ist. Deswegen sieht das Ding so geil aus. Ja, ein bisschen Bums. Ja, ja, guten Tag, die Herren. Hm, ah, ja. Tschüss. Boah, Alter, wenn du nach hinten guckst, ist die Frame ja nicht unbedingt besser. Ich lasse das mal besser. Wir bleiben mal lieber schön mit der Sicht nach vorne. Guten Tag. Danke an Mallorca Bunny für die 2 Euro. Deine Cam ist asynchron. Sie kennen wirklich asynchron. Mal bitte in den Chat schreiben. Würde mich gerade mal interessieren. Da muss ich da gleich mal nachschauen. Ah, hallo. Guten Tag, die Herren. Ich glaube, ist asynchron, okay. Minimal, okay, gut. Ein bisschen, nee, okay. Ja, okay, also wenn es so minimal ist, dann müssen wir damit. Wie gesagt, es ist immer mit Spielen schwer zu synchronisieren. Guten Tag, die Herren. Oh Gott. So dumme Ideen. Also fangen dumme Ideen an. Spielton könnte lauter sein. Kann ich gleich nochmal mich. Spielton kann ich in der Pause gleich mal lauter machen. Okay, es liegt an der Twitch-App, wurde mir gerade geschrieben. Das ist ja bei YouTube genauso. Bei YouTube wird es auch schnell mal asynchron. Das kann halt gerne mal an den Apps liegen. Das ist nämlich lustigerweise, ist bei mir synchron, aber es kann dann bei euch asynchron werden. Man möchte sich das auf der Zunge zergehen lassen, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, aber das funktioniert bei YouTube sehr gut. Das funktioniert bei Twitch immer mal wieder. Dementsprechend laufen wir so. Okay, sehr gut. Dankeschön an gerade 37 Zuschauer, die wir gerade hatten. Sehr gut. Danke, danke, danke. Das Tuning hier ist einfach nur an die Tankstelle fahren und Bodykit auswählen. Nitro freigeschaltet, ja, sehr schön. The One fortsetzen, natürlich. Okay, bei euch alles gut. Also wie gesagt, wenn es asynchron ist, einfach vielleicht mal sicherheitshalber mal neu laden. Kann hier sein. So, aktuell sind wir 205. Position, Etappe 1. Wir fahren heute, ja, insgesamt nach New York. Aber jetzt geht es erstmal von San Francisco weiter. Schauen wir mal.
Wie gesagt, sobald man den Tank gesehen, zack ran. Tanken sind grundsätzlich dafür da, ums Auto zu wechseln. Andere Möglichkeit gibt's nämlich nicht. Einfach nicht so auf Lukas Mundbewegung achten. Ich zieh mir gleich einfach so ein Bandana über, dann geht das schon. Framstag bei Benny, Dankeschön an die Subscription. Willkommen bei den Noobs. Alter, der Evo ist ja geil. Ich will den Evo haben. Ich will den Evo. Oh, der beste Soundtrack. Der beste Soundtrack, Leute. Ich hab dieses Lied sogar, höre ich immer noch im Auto. Ich schwör's euch. Oh, jetzt hab ich Bock. Oh ja. Halt die Fresse. Wo war Nitro? Gut. Ah, jetzt habe ich richtig Lust. Alter, es ist geil, die Musik mit dem die Musik. Der Soundtrack von dem Spiel ist so bombastisch gut. Das muss man The One wirklich lassen. Er spielt so viele Mängel, aber es ist eigentlich, das Soundtrack ist, haut so rein. Ich würde gerne sagen, wie das Soundtrack heißt, aber leider wird dir kein Lied angezeigt. Es gibt dir keinen EA Tracks. Ach stimmt, es gab sogar Scirocco mit Breitbau hier. Und die Autoauswahl war auch so gut. Gut, das war's. Wir sind durch. Das war's mit dem Let's Play. Ich habe die Karre zerlegt. Okay, ja gut. Stimmt, dann muss ich den ganz schnell Etappe neu starten, weil ich zu oft verkacke. Ich sollte aufhören zu verkacken. Ich ruf so an so. Oh, wie sieht's aus mit dem Lauf? Ich hab die Karre zerstört. Also war's das? Yep, das war's. Keine 10% für mich? Keine 10% für dich. Schade. Hallo, guten Tag. Boah, Wiese. Guten Tag, die Herren. So, 10 Autos müssen wir überholen. Also wir müssen noch mal ein bisschen fliegen lassen hier nach vorne. Oh! Ja, ich muss noch mal ein bisschen reinkommen. Bald haben wir wenn ich so weitermache, schaffen wir die Etappe auf keinen Fall, ey. So, noch einmal. Ich möchte nicht in den Gegenverkehr. Lieber fahre ich im Evo hinten rein. Das Handling ist halt sauschwammig bei The One. Das muss man halt einfach sagen. Gott sei Dank macht das Spiel an sich Spaß. Da hat sich keiner über das Handling groß abgefuckt, weil 2015 Need for Speed sind sie alle abgegangen. So, Highway-Jagd. Dann wollen wir mal. Ich möchte betonen, wir fahren Super Snake und ich werde vom Schurke aufgezogen. So, fliegen lassen. Guten Tag, die Herren. Guck mal, Supras. Guck mal, Autos, die ausgestorben sind in anderen Spielen. Das ist ja der Wahnsinn. Wenn wir die irgendwo fahren können, fahren wir eine Supra. Davon könnte ich schon mal ausgehen. Eieiei, das Bodykit. Fährst du so weiter, wird es ein 24-Stunden-Stream. Ich sehe das schon kommen, ja. Wow! 300 gebe ihm! Gott, ich werde dir gerade bei 300 Sachen von dem Scirocco abgezogen! Lass fliegen, Shady! Und tschüss! So, dann mal aufpassen. Die Autobahnabschnitte sind immer echt lustig, weil du halt einfach aufpassen musst, hier nicht sonst um irgendein Auto abzuräumen. Na, easy! Ja, ich fühle mich jetzt unglaublich geil, gerade den Scirocco abgezogen zu haben. Das tut dem Ego unglaublich gut. Mein Ego so geil, Scirocco abgezogen, im Super Snake. So, 105 Meister sind wir schon mal. Bis Las Vegas müssen wir noch Platz 150 sein. Ja, okay, vielleicht versuchen wir die nächste Etappe mal mit weniger Unfällen zu haben. Das wäre geil. Ja, ich heiße es, das heißt Toyota, laut Toyota heißt es jetzt der Supra. Ich weiß, heißt nicht mehr die Supra, aber für mich ist immer noch die Supra und nicht der Supra. Ich finde, der Supra klingt irgendwie total ungeil. Ja, ich finde irgendwie, die klingt besser. So. Kompressor, guten Tag. Kontrollpunkt rennen. Du fährst aber nicht immer nur gegen Konkurrenten. Manchmal musst du einfach nur verlorene Zeit gut machen. Warum verlieren wir Zeit? Okay, stimmt, ich hatte zwei Unfälle. Vergessen wir das Thema. Erreiche den Kontrollpunkt, bevor die Zeit abläuft. Je mehr Zeit auf der Uhr bleibt, desto besser ist dein XP-Bonus. So, einmal fliegen lassen. Warum ist das Ding eigentlich oben so fucking langsam? Das ist ein fucking Super Snake. Wieso quält er sich bei 270? Das ist nicht richtig. Aber ich finde es auch geil. Und Konkurrenz ist direkt die Frame Rate umlenken besser. Fällt euch das mal auf. Ich möchte nicht sagen, dass das Spiel damals auf der First Play so ein bisschen ihre Probleme hatte, aber vielleicht.
Checkpoint 1. Ja, ich würde mir gerne beim neuen Need for Speed Teil auch mal wieder Checkpoint-Rennen wünschen. Ich weiß nicht, warum wir keine Checkpoint-Rennen haben. Eigentlich das kleinste Thema, in so ein Spiel reinzubringen. Und das ist total einfach zu programmieren, weil du nicht mal KI fahren lassen musst. Das ist einfach nur Punkte, die du setzt und dann machst du Zeiten zwischen. Das ist für die Entwicklung eigentlich das Einfachste und echt das Kostengünstigste. Wenn du keine KI für eine Strecke machen musst. Ich sag's ja nur. Ich bin ja kein Entwickler, aber ich möchte nur so Tipps geben. Ich liebe die Highway-Abschnitte, ne? Das macht so Bock, hier durch den Verkehr sich zu zwirbeln mit den Karren. Steuerung. Hier auf Kommando erstmal 2 auf 4 abgeräumt. Muss man erstmal so machen können, ne? Hallo, hallo, hallo. Warum zieht mich der scheiß Bordstein denn so rüber? Heieiei. 6 Kilometer haben wir noch. Also ich fahre nur 92. Ich fühle mich nicht so schnell im Vergleich zu den anderen. Also entweder ist hier, sind wir in der Stadt von Amerika, wo die plötzlich die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben haben, aber die Jungs halten scheißen einfach drauf, was hier die Gesetze sind. Ich überhole gerade einen Zug, das ist okay. Und Nummer 3 von 5. Ah, nicht wieder in die Wiese. Der Soundtrack ist so gut. Dieses Hollywood-Feeling, was sie halt machen wollten, haben sie halt voll erreicht. Ist halt einfach wie ein spielbarer Film. Ist halt kein richtiges Need for Speed, ist ein spielbarer Film und keiner aus der LKW da vorne gerade Verzockungen hatte. Also eigentlich ist das Spiel zum Film, aber der Film kam nach dem Spiel und der Film ist eigentlich nicht das Film zum Spiel, aber geht in dieselbe Richtung und ja, man weiß, worauf man hinaus möchte. Man fährt auch einen Mustang und ist auch ein Shelby und Zufälle gibt es. Ach man. Danke an 57 Zuschauer momentan. Ey, das ist ja übelst viel, ey. Der Geist ist gestört. Oh. Easy. Na gut, es war das erste Checkpoint-Rennen. Wenn ich jetzt schon verkackt hätte, würde ich mir echt Gedanken machen über meinen Fahrskill. Aber so volle Kanüle. Und darauf ist erstmal ein Schluck Tee. Da hat man sich erstmal einen Schluck Tee verdient, finde ich. 195? Ja, gut, ja. Im Rennen halt ein XP 850. Perfektes Rennen. Das wird nicht so oft passieren. Gewöhnt euch nicht an den Anblick. Kennst du Kuro HS oder HS? Natürlich kenne ich den. Supergeile Streams. Den Typen feiere ich richtig. Das sag ich, weil er momentan den Weltrekord gefahren ist. Etappe 1, Westküste. Beendet. Sehr gut. Freigeschaltet, Küste in der Challenge. Ja, schön, Challenge-Sachen muss man ja alle jetzt freischalten, sonst kannst du vorhin nichts sagen. Profil-Symbol freigeschaltet, schön für den. Schön für den Multiplayer konntest du ja so Profilbanner und so alles haben. So ganz coole Sachen, die du damals auch in Foren immer gehabt hast. Komm, so, ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, nächste Etappe. National Park. Okay, Nationalpark stand da eigentlich, ist auf Deutsch übersetzt. Nationalpark! Zweite Location. Ja, wir müssen immer noch bis Las Vegas 150. 150. war es, ne? 150. müssen wir bis noch bis Las Vegas werden. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich finde auch gut, dass da unten immer dann direkt angeht, wie viele Resets du hattest, damit das auch die ganze Zeit ins Mark gebrannt wird. So, du hast zweimal schon Resets, jetzt bist du eigentlich bei immer nach zwei Rennen. Wie schlecht kann man sein? Was ist da los mit dir? Wie sage ich es dir trotzdem jedes Mal? So, auf der Suche nach einem... Okay, auf der Suche nach einer Tankstelle. Weil der Mustang Sprit braucht. Nein, weil ich ein anderes Auto möchte. Oh, ein Lotus Elise, ein Subaru WRX STI, ein Golf 1 GTI. Es ist so eine geile Fahrzeugauswahl in diesem Spiel. Das muss ich einfach nebenbei immer wieder betonen. Seid ihr eigentlich alle so fucking schnell? Die sind alle komplett überzüchtet. Oh, LKW. Oh, da war aber ein guter Funkenflug, ey. Guten Tag, hallöchen. Ja, ich bin's. Besten Dank fürs Überholen lassen. Okay, Verkehr. Das ist ein Audi Urquadro? Stimmt, der war ja auch drin. Hier hatten wir das Audi Coupé sogar drin. Meine Fresse, die hatten eine Fahrzeugauswahl in dem Spiel damals drin. Warum sie das nie wieder in irgendein Spiel hingekriegt haben, ist mir irgendwie ein Rätsel. Da ist ein Audi Coupé. What the f. Ah, MX5. Ich könnte so mit den Sätzen weitermachen. Ich werde höchstwahrscheinlich sehr selten mich wiederholen bei den Autos. Da sind sehr viele Autos drin, die vielen Spielen. Die sind keine Need for Speed mehr findest. Ey, fast alle, an denen ich gerade vorbeifahre.
macht eine Subi da vorne gerade zum Pez. Komm, warte mal kurz, Kollege. Ah, kusch dich! Mach ich einen Rückwärtsgang rein und fang ihn an zu piepen und verpiss dich. Oh, Abkürzung. Bei 205 auf einem Schotterweg auf jeden Fall eine kluge Idee ist, um sich möglichst nicht schnell von der Klippe zu stürzen. Oh, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Hab's gleich, volle Kontrolle. Oh, meine Tür ist offen, das ist nicht gut. Das Spaltmaß ist nicht mehr ganz, obwohl das Spaltmaß ist serienmäßig. Ist ein Ami. Ah, mag das. Oh, fast Furious Vibes. Guten Tag. Oh, nicht hier runter. Schön auf der Straße bleiben. Tja, Jungs. Ja, ich muss sagen, da haben wir mal die Führung übernommen, ne? Haben wir mal schön die 8 Jungs überholt hier. Easy. Joetto! Kriegst du nicht so einen Tunnel mit Holzbrettern davor und kriegst direkt so einen fast Furious-Schlaganfall. Also, Joetto, ah! Hast du Tourette? Nein, ich hab Toretto. Das ist Sportverwechsel, zwar Funke auf Schotterweg. Das fühlt sich nicht mehr gut an, den Rücken hast du dann eh nicht mehr. Okay. Ich hoffe, das passiert uns nicht heute zu oft genug. Okay. Ich hoffe, du hast gespeichert, du Kackding. Interessant. Da seht ihr jetzt ganz, ganz viele Bilder von meinem Desktop. So war eigentlich der Plan. Geil. Ah, Spiel. Mal gucken, wie oft das heute passiert. Ich bin mal gespannt. Also wenn dann nach den Etappenwesen speichert, bin ich zufrieden. Wenn ich jetzt normal fahren muss, bin ich leicht abgefuckt sein. Es ist halt ein 2011er Spiel und das war damals programmiert wie Sacknüsse. Danke, es wieder. Sobald ich wieder in meine Etappe reinkomme, wäre es gut. Ich verstand den Hate auf den Film auf keinen Fall. So, The One. Wo sind wir denn? Bitte nicht die Episode nochmal. Ah, fortsetzen. Jetzt mal gucken, wo wir sind. Ich hoffe nicht dieselbe, dasselbe Rennen nochmal. Etappe 2, sehr gut, okay. Oder? Warte mal. Ist das jetzt die Sache, die wir 187... Ne, hat er schon abgezogen. Ah, okay, sehr gut. Er hat's gewertet. Okay, er speichert danach. Das ist schon mal gut. Er speichert und schmiert dann ab. Das ist eine Kombination, mit der ich leben kann. Du musst Zeit gut machen, Jack. Alles klar. Warum sind wir eigentlich immer so fucking langsam? Warum müssen wir immer Zeit gut machen? Warum können wir nicht einfach die ganze Zeit schnell fahren? Dann habe ich scheiß viel Nitro. Kurve, 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 Tunnel, Tunnel, Mauer, Mauer, Mauer. Mauer. Ah. Alter, ich fahr eine Scheiße zusammen, ey. Ich brauch ein anderes Auto. Das Ding ist schwer für dich wie sonst was. Das Spiel ist gerade lauter geworden, ne? Ach, Alter, was war das denn jetzt? Warte mal kurz. Das stellt sich lauter, sobald es abschmiert. Was ist das denn für eine Kacke? So. Das war der falsche Monitor. Jetzt wieder richtig. Entschuldigung. So. Da stellt sich lauter mit abschmieren. Was ist denn für ein Mist? Ich wollte schon sagen, warum ist das denn so kacke laut plötzlich auf dem Headset? Okay, also wenn es abschmiert, auch kurz wieder leiser stellen. Naja, kriegen wir hin. Und wenn es halt läuft, das abschmiert, ich hab trotzdem Bock drauf. Also scheiß drauf. Ist halt, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum sich im Windows lauter stellt, sobald es abschmiert. Da hat das Spiel gar nichts an Rumpfuschen zu suchen. Gibt's eigentlich auch bei den Checkpoint-Renntankstellen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich muss mal drauf achten, nicht, dass ich gar an welchen vorbeifahre. Das kann nämlich sehr schnell passieren, leider, im Eifer des Gefechts. Boah, ja, wieder Schotterweg. Aber 260 diesmal sogar. Ja, geil. Das klingt ja auf jeden Fall noch gesünder für meinen Rücken. Oh, und noch ein Boden. Oh, geil. Und Steine und Bäume. Und was ist das hier? Wie ist das gut gegangen? Ich meine, natürlich ist das gut gegangen. Das ist ein Actionfilm, natürlich. So, letzter Checkpoint noch anfahren. Wo ist er? Ein Kilometer noch. Alter!
Guten Tag, liebe Camper, wie geht's Ihnen? Schönen Tag hier. Tschüss. Bevor er 80 erstmal vorbeigeslidet. Easy. Das war von vorne bis hinten komplett kontrolliert, was ich da gemacht habe. Weil es nicht so aus war, dann war das exakt so geplant. So, bitte schmier mir jetzt nicht ab, sonst hau ich hier irgendwas kaputt. Scantour-Game werde ich nicht hochladen auf YouTube. Werde ich hier vielleicht streamen, weil auf YouTube geht's nicht, weil mir da Amazon Strich durch die Rechnung zieht. Nicht abschmieren, nicht abschmieren, nicht abschmieren, nicht abschmieren. Du erreichst Fahrerstufe 4. XP-Verstärker freigeschaltet, cool. So, an fortsetzen. So, nächste Location. El Capitan im Yosemite Nationalpark. In CA. Ich weiß nicht, wo CA ist. In Kalifornien? Ich bin mir nicht sicher. Was war das für eine Textur? Die Sache fragt man hier in dem Spiel nicht. Man fragt eher, oh, das ist eine schöne Textur. Nebenbei, danke für die ganzen Zuschauer. Alter, ich bin jetzt ja verkloppt gerade. Ist ja bescheuert. Wenn der Kompressor, der am Anfang immer am Sterben ist, ey. Okay, jetzt soll ich aber nur Position machen. Jetzt labert die nicht mal mehr mit mir. Wir wissen mittlerweile, was Sache ist. Oh, ein Camaro. Oh, ein anderer Mustang mit anderem Bodykit. Ja, ich schon mein Ah, das ist ein Form. Ah, das ist ein Mustang-Boss. Deswegen. Wir haben Super Snake. Oh, wir haben eine Leistung. Und er kann noch mehr besser geradeaus. Oh, 0,4 Kilometer Tankstelle. Tankstellen befindet sich entlang der Rennroute. Halt auf der Minikarte auch schon an ihren. Halte bei den Tankstellen, um auf einen neuen Wagen umzusteigen. So funktionieren Tankstellen, liebe Kinder. Probiert's in echt. Schalt neue Wagen frei, die du in The One verwenden kannst, die du schönst, im Wunder-Multiplayer spielst. Das ist eine super geile Sache. Zu Leuten zu sagen, ey, du bist gerade in der Kampagne unterwegs. Geh vielleicht mal in den Multiplayer, sonst hast du nicht alle Autos. Wer kam auf so eine Designentscheidung? Wähle Wagen, die zur jeweiligen Strecke passen. Master Castle Highway, exotische Strecken. Das ist mir scheißegal. Ich nehme den, wo ich Bock habe. Tankstelle. Und wir verlieren natürlich keine Zeit, versteht sich. Es ist sogar eine Shell. Stimmt, die waren ja mit Shell sogar bepartnert. Das habe ich ganz vergessen. Die haben ja wirklich eine Shell hier. So. Wir haben M3 geht. Hä? Ah, ist mit Bodykit. Ah, nee, ist die Signature Edition. Okay. Wir können die jetzt gerne noch tunen. Die haben Bodykits. Wir haben den Mustang Boss. Oh, den alten sogar. Haben wir jetzt schon F35? Ja, das ist ein schöner Einstieg. Oh, GT2. Oh! Oh, Entschuldigung, ich muss den nehmen. Es geht nicht anders. So, jetzt gibt es hier einmal Farben und dann gibt es unten die Taste X-Kit auswählen. Klein Lukas hat damals das Ding nicht gesehen, diese Taste, und hat sich mal gehört, warum jeder Breitbord und Lukas nicht. Fand Lukas sich ein bisschen verarscht, verständlicherweise natürlich. Deswegen gehen wir mal kurz auf X, weil es gibt nämlich Unterschiede. Wir haben eine Serie. Dann haben wir Stylepack 1. Keine Sorge, wir haben Zeit, alle Zeit der Welt. Wir verlieren im Hintergrund keine Zeit. Super geil mit den Rennreifen. Und Retro Racer Pack. Das ist ein RWB-Kit. Ja, wir nehmen das einfach mal. Wir nehmen das Retro Racer Pack in Giftgrün. Bam. Los, ab. Los, neue Tanke, schnell. Ja, ich nehme den. Danke, los geht's. Ah, oh, 911 GD2, 992er, 993er. Ab dem Moment bin ich happy mit dem Leben. Ich brauche kein anderes Auto mehr. Entschuldigung, wir werden diesen Wagen nie wieder wechseln. Wenn ich jetzt am Anfang schon 993 wählen kann, ist das Ende. Oh, er kürzt alle ab. Guck mal hier, das kann ich auch. Warum bremst ihr? Hört auf zu bremsen! Oh, eine Supra. Oh, eine E30. Wie gesagt, ich kann mit dieser Autoaufzählung bei diesem Spiel sehr, sehr lange fortfahren. Johan hat wirklich verdammt viele Autos für das kurze Spiel. Ich glaube, die Entwicklungszeit geht 3/5 für die Autos drauf. Was an sich ganz lobenswert ist, aber trotzdem. Oh, eine RX-7. Ich habe ja gesagt, ich höre nicht auf diese Aufzählung. Tschüss. Ich möchte betonen, ich stand gerade erst mal 5 Minuten in der Tanke. Mein Gott, ich weiß nicht, was war denn das jetzt für eine Aktion? Komm ran hier. Ist das super? Oh, ja. Ja, fast schön. Fast hätte ich noch fast weggeworfen. Hallo. Lenk ein, Bruder. Mach jetzt keine Faxen hier. Oh. Wir haben nicht mehr viel. Oh, das Spiel ruckelt mal richtig hart. Hallo. Wie kann man nochmal zurückspulen? Ich spule mal kurz zurück. Ich krieg die 30 Minuten sonst mehr. Ah! What the fuck? Ah, okay, bis hier wird resettet. Okay. Weil sonst kann ich die Kampagne nämlich die Route nämlich neu starten, weil das habe ich mich gerade verkackt. Ich sollte vielleicht aufhören, nicht Tokyo-Drifter hochmachen zu wollen, sondern einfach mal eine Kurve ganz normal wie ein normaler Mensch fahren zu müssen.
Ah, guck mal hier. Wenn man normal Kurven fährt, nicht jedes Mal die Hand drüber rumschmeißt, wer es gerade Forza, dann ist das schon in Ordnung. Ah, komm, komm, komm. Sehr gut, das sieht doch schon mal ein wenig besser aus. Wir sind zumindest auf dem ersten Platz. Verpiss dich! Aber mach jetzt hier keine Faxen noch zum Ende. Alle, ich gefühl, dass unser Motor gerade explodiert bei der Zaunkulisse, die da gerade entstanden ist. 181. Ne, 180. Da? 181. Da. Auszeichnungen. XP. Mehr XP. Das war's mit XP. Mehr XP gibt's nicht. Schade. Ich will einfach den Husten nehmen, weil er ein bisschen erkältet. Alter, wir sind gleich bei 800 Zuschauern. Dabei spiele ich Need for Speed to Run. Dabei war das nicht mal beliebt. Das ist ja nicht so, als wir jetzt gerade hier Most Wanted zocken. Also ich sag's ja nur, ne? Also. Wir machen keinen Most Wanted, ich spiele es in einem Stück durchstreamen, weil danach kann ich mich auf jeden Fall eine Klaps einweisen lassen. Davon kann ich mal ausgehen. So, Gentura habe ich bisher die erste Folge gesehen, die fand ich sehr gut. Ich fand dich sehr, sehr gut und amüsant. Yoga Pass. Das passt bis New York 4000 Kilometer. Schaffen wir mit einer Tankenfüllung. Ein bisschen Sprit sparen, fahren, dann geht das. Oh, guten Tag, der Herr. Das ist unfair. Der hat 177, das ist schneller. Das ist nicht fair. Wer bist du, Kollege? Schönes Auto hast du nebenbei. Aber das ist nicht in die schöne Karre, die sonst hier rumfährt. Was soll das? Ich soll wieder im Reichtum angeben müssen. Und Platz 182. Stimmt, ich habe eigentlich einen Platz verloren, weil ich das mich gerade überholt hat. Oh, ein I86. Ach stimmt, ist ja ein Toyota, gibt's ja deswegen nicht. Oh, Alter, der Arsch vom Toyota-Fahrer, dass er erst im letzten Moment noch ausweicht. Deswegen sind die rausgegangen. Die Spiele haben die als immer als letzte Assis dargestellt. Bus, Bus, Bus. Das Ford Focus? What the fuck, die haben alten Fokus? Ah ne, ist ein MK2, ich dachte schon, die haben alten Fokus. Ist sogar ein R500, ne? Kann man so machen. Sag ich mal. Dankeschön. Kollege, wir müssen mal reden, du hast mir gerade Platz abgenommen, das funktioniert so nicht. Sag ich mal. Oh, 2000er GT. Das ist so wahnsinnig wie viel. Bisher habe ich fast kein Auto doppelt gehabt. Wenn die Frame auch mal irgendwo da bleiben würde, wo sie hingehört und nicht einfach schwankt, wie sie lustig ist, wäre das ganz cool. Ich spiele natürlich auf Ultra, aber ich glaube nicht, dass sich die Grafik so schnell daran was ändert. Also sind wir mal ehrlich, das ist sicher nicht immer im Rechner. Oh, das ist Abkürzung. Ah, oh, Entschuldigung, ich wollte hier nicht die Heckscheibe einschlagen. Das ist ein Fehler. Ich glaube, ich will dem ersten Mann nach sein Ego zerstören. Oder ich fahre gegen Holzstamm. Oder ich fahre gegen Holzstamm. Scheiß aufs Ego, Holzstamm ist cooler. Klang ist halt gut, ey. Soundkulisse ist auch bei The One. Wäre ich jetzt am selben Baumstamm hängen geblieben, da hätte ich aber gleich einen leichten Anfall gekriegt. Wenn der Porsche jetzt mal beschleunigen würde. Jungs, so funktioniert das nicht. Hallo. Ja, bremst, bremst mehr, bremst mehr. Dankeschön. Guck mal, wie beim Defekt sein Vater, sag ich dir. Ich weiß nicht, wer bei den Soundeffekten dabei war, aber was machen wir? Warte, ich geh jetzt mal die Tafel mit einem Stück, mit einer Gabel an der Tafel an. So. Das nehmen wir, das ist der gute Sound. Den nehmen wir als Übergang. Das stellt jedes Mal die Nackenhaare auf, wenn du mit dem Rennen fertig bist. Das ist egal, Bell News, aber es abgeben, wenn du mal da bist, kannst du mir Bescheid sagen. Ah, geil. So, Ellery Lake im Tioga Pass. Ja, momentan haben wir sehr viel Bergstrecke. Also eigentlich Muscle Car total für den Arsch, weil, ja, es macht halt keinen Sinn, weil das Ding kann geradeaus, dann war es eigentlich. Dementsprechend. So. Ich finde aber schön, dass die Ladescreens so komplett tot sind. Das ist er jetzt schon wieder. Sag mal, kannst du dich nicht damit zufrieden geben, einfach überholt zu werden? Ah, okay. Ah, okay. Ja, okay, mit der Art und Weise. Okay, so kämpfen wir jetzt. Alter, wer mein GT2 rammt, der hat aber schon... Jetzt hab ich noch Platz verloren, aber will ich doch gerade verarschen. Okay.
Ich wollte schon sagen, Kampfrennen musst du gegen die Uhr fahren und gegen einen Hund überholen. Sorge dafür, dass du in der Führung bist, wenn der Timer abläuft. Kampfrennen. Der Name ist halt super geil. So, Kollege, warte mal kurz, wir müssen mal kurz Versicherungsnummer klären. Das funktioniert so nicht. Junge, wie der GT2 jetzt aussieht. Da hast du gar keine Ehre. Komm mal ran jetzt hier. Also, RX-7, du hast gerade hier mit nichts zu tun und bist einfach nur blöd dazwischen gerutscht. Verlier jetzt mal wieder wegen euch Position. Warum ist mein Auto gerade so am Feuerwerk schießen? So, einen von den drei Gegnern haben wir, von dem müssen wir vorne bleiben. Hau bitte ab. Hast du ein bisschen was von den Canyon-Rennen von Muswanted, ja. Von Need for Speed Carbon, so ein bisschen. Der Typ muss echt eine gute Versicherung haben. Ja gut, der fährt einen Smart 177, da hast du eine verdammt gute Versicherung. Eine normale Versicherung nimmt dich nämlich nicht auf mit so einer Karre. Aber ich würde gerne 177 bei ihm versichern. Piep, 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 aufgelegt. Bam, 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 bam. Das Ding ist nur am Schießen. Da wegen Ruckeln kann ich leider nicht das Spiel. Ich krieg's, das wird nicht anders funktionieren. Das ist leider auf PC anscheinend nicht so ganz geil optimiert, wie ich es mir dachte. Das ruckelt ja auch bei mir. Das ruckelt ja nicht nur im Stream. Der F34 GTR? Ne, ist kein F34, ich dachte schon. Hätte mich nicht gewundert, um ehrlich zu sein, deswegen. Ah, ein MX5. Ja, fast dasselbe. Wie soll man da einen Unterschied erkennen? Ich bin so an in Japan, jede zweite Etappe Tor gerannt. Das wäre halt voll geil, ey. Wow, wieder auch klar. Wie gesagt, die Framerate, da kann ich nichts, da schiebt es auf die Frostbite Engine in Kombination mit dem Frostbite Engine. Ich weiß nicht, wer damals auf die Idee kam, das Ding auf die Frostbite Engine zu bauen. Mittlerweile läuft es ja auch auf die Frostbite Engine, aber das war hier halt der erste Versuch. Und der war halt. Alter, mein Porsche schiebt einfach wieder Bock hat. Nein, nein, nein. Komm, 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 bleib vorne. Boah. Das war knapp, ey. Das war knappi. Wow. Wir siegen ja nicht mal den Smart mit diesem Rennen hier. Was soll das denn? Jetzt habe ich eine Evo vor mir. Wie schnell kann der erste Smart in den Berg hier runterballern? Ich habe immerhin GT2. Das ist ein fucking Rennwagen für die Straße. Der kommt aus Japan, ist blau, muss ein Skyline sein. So sieht von ihm aus. Alles andere ist dann leider Betrug. Fahr du mal außen rum, ich fahr die Abkürzung. Schönen Tag noch. Boah, Hinterachse bleibt bei mir. Bam, bam, bam. Also das Backfire vom GT2 ist halt schon ganz geil hier im Spiel, ne? Ich kann mal wieder in Location kommen, wo die Framerate nicht komplett im Arsch ist. Easy. Zack, bam. So muss er laufen hier. Der Wagen wäre so nicht mehr fahrbar, Alter. Der wird sich gerade den kompletten Radkasten auseinanderpögeln, ey. Junge, Junge, das sah nicht gut aus von der Fahrerhöhe. Das sah nicht gesund aus, sag ich euch. Ah, Reset übrig, sehr gut. Man hat kein Reset gebraucht. The Run fortsetzen. Bam, bam. Weiter geht's. Ja, The Run ist von 2011, oder? Und ist ja jetzt über 8 Jahre alt, das Scheißding schon. Das ist echt krass. Also 7 Jahre ist er alt, so. Bald 8. Eine Etappe wieder beendet und nur einmal abgeschmiert. Das ist okay. Wenn das in dem Tonus bleibt vom Abschmieren, dann kann ich mit leben. Oh geil, wir haben Eichhörnchen bekommen. Mit Eicheln. Das ist ein Eichelhörnchen. Hatten wir mal in der Schule, da hatten wir auch Eichhörnchen im Buch stehen und irgendeiner Mitkameraden hat, mit unserem Mitkameraden, unserem Kollegen hat einfach echt schön vorgelesen. Und das Eichelhörnchen und alles. Ist, kein Scheiß, ich bin so gestorben. Ich bin so gestorben in dem Moment, ey. Oh, es geht in die Wüste. Ich geht in die. Oh, Need for Speed Prostit-Vibes. Oh, Need for Speed. Payback-Vibes. Das fiel mir der Spielname schon wieder ein. Death Valley. Ja, Las Vegas, das spielt ja Payback. Also nicht original im Las Vegas, das Fortune Valley, aber es ist ja. Sind wir alle einig, das ist Las Vegas. 15. November 2011 kam das raus. Man fühlt sich echt alt, Alter. Das habe ich damals auf der PS3 mit so einem komischen Adapter aufgenommen. Ich hatte ja noch keine Capture-Card. Das war so ein komischer. Was, PS3 oder PS2?
Nee, muss PS3 schon gewesen sein, ne? Ja, mit so einem Adapter war das ganz komisch und ich weiß nicht, was das war. Tournament Rally. Erstmal was trinken, was auch immer das ist. Junge, wie kann man denn so dumm sein? Er telefoniert, wird getrinkt währenddessen und wird gerade von 3 Autos parallel überholt. Will der Junge mich eigentlich flachsen? Trink weniger, konzentrier dich mehr. Weniger Überholmanöver. Mann, ey. Ich könnte mal gucken. Warte, ich mach mal kurz, ich probier mal kurz das aus. Kann ich hier Faustlink ausstellen? Hier kann ich gar nichts aus. Warte, wir gehen mal kurz ins Hauptmenü. Ich guck mal kurz, wenn ich V-Sync ausstelle, ob ich ein bisschen die Frame-Rate gerade kriege, weil V-Sync bei alten Spielen kann gerne mal Probleme machen. Ich mache jetzt einfach mal V-Sync aus. Ich will einfach mal kurz gucken, ob das was macht, weil das Ruckeln nervt mich nämlich selber ein bisschen. Ich weiß nicht, woher es kommt. Weil das sind nämlich alle Grafik-Settings, die wir haben. Es sind leider nicht so viel, wie man gerne hätte. Komm, ich mache jetzt einfach mal alles. Wir spielen mal alles auf hoch einfach nur. Wir spielen jetzt mal nicht auf Ultra, scheiß da drauf, sieht eh nicht viel besser aus dadurch. Und V-Sync machen wir auch mal aus. So. Das Geile ist, man muss das Spiel nicht neu starten. Das ist ein sehr schöner, positiver Punkt. So, mal gucken, ob das die Frame-Rate ändert. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, wir wollen fortsetzen. Okay, 2011 wurde kein PS2 spielen. Okay, da war schon PS3. Ja, ich bin, man blickt immer irgendwann nicht mehr durch. Ne? Wenn man so älter wird, irgendwann weiß man nicht mehr, wann was rauskam. Das ist irgendwie. Aber gucken wir mal. Jetzt gucken wir, spielen wir mal auf hoch und ohne Faustling. Mal gucken, ob uns das die Frame ein bisschen. Oh, das sieht doch schon mal besser aus. Hallo? Kann ich auch mal fahren? Dankeschön. Irgendwas sitzt hier gerade nicht am richtig laufen. Es sieht flüssiger aus, aber irgendwie funktioniert. Es fühlt sich gerade sehr, sehr langsam, oder vertue ich mich? Oder hat das Spiel gerade mit der Framerate einfach mega seine Probleme? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, was jetzt hier gerade los ist. Es sieht flüssiger aus, oder? Jetzt läuft's. Okay, jetzt geht's. Ja, es sieht flüssiger aus. Ich bin gerade sehr irritiert. Was ist denn mit dem Spielsound los? Jetzt kann mir doch keiner sagen, dass das Spielsound an V-Sync gekoppelt ist, oder? Kann ich mit V-Sync das Ganze wieder fixen? Auf jeden Fall ist das Spiel schon gerade broken as fuck. Also, ich fahr mal weiter. Wir spielen aber die nächste, wir fahren mal die Episode jetzt mal durch. Gucken mal, was passiert. Also, auf jeden Fall ist das Spiel schon gerade plötzlich sehr leise. Ich höre kaum was von meinem Auto. Also, so an sich läuft es flüssiger, das ist schon mal sicher. Das ist ja kein Gewähler, das ist ein Feature. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ja, wir können nach der Episode. Ich fahr das Rennen hier mal kurz zu Ende, dann starten wir mal neu. Ja, komm, starten wir das Spiel mal kurz neu. Machen wir mal schnell. Machen wir mal kurz den Spielneustart, wartet. So, mal kurz mein Bild, meine Fresse weg. Starten wir mal kurz Spiel neu. Alles gefixt, gar kein Problem. Ich starte es mal kurz neu und dann schauen wir mal schnell, woran das liegt. Komisch, komisch. So, einmal kurz das Ding neu starten. Da hoffen wir, dass mir nicht wieder meine Sound-Settings ändert, aber ich denke mal, ich sollte eigentlich die Finger davon lassen. Ich werde es mal kurz gucken direkt. Ja, ist alles in Ordnung. Es lässt die Finger vom Sound, das ist sehr schön. Kaputt, kannst du ein neues kaufen. So funktioniert das. So, komme ich jetzt mal wieder auf meine Capture-Card. Dankeschön. So. Jetzt ist alles besser, ne? Jetzt funktioniert alles so, wie es soll. Sehr gut. Komisch, komisch, ey. Manche alten Need for Speed-Teile haben so unglaubliche Performance-Probleme. Das ist halt echte Sache. Ich weiß nicht, was Blackbox und Co. teilweise angestellt haben mit ihren Engines. Also die wollen nicht das, was wir wollen. Ja gut, ich lasse V-Sync jetzt einfach mal aus. Ich bleib jetzt einfach, wir haben jetzt einfach mal die Anzeigeneinstellungen hier. Den bleiben wir einfach mal. Mal gucken, ob das jetzt wieder besser wird. Machen wir mal. Ob sich das jetzt geklärt hat. So, Capture Card habe ich hier HD60. S drin. Pro 60, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich drin habe. Ah, cool, jetzt kommt sogar mit Cutscene. Die hat er nämlich vorhin auch schon nicht mehr gehabt. Ich hab's für die PS3. Ich weiß nicht mehr, wo ich's hab. Ich muss das Spiel, war ich nicht mehr hier rum. Jetzt hat mein kleiner Bruder daheim. Das hab ich nicht hier.
So, jetzt haben wir hier nochmal komplett Restart der Etappe. Dementsprechend sollte es ja eigentlich jetzt vielleicht besser laufen. Lalalalala, Ladezeit. Sehen wir ja gleich, was besser läuft. Wenn nicht, stelle ich alles wieder auf Ultra und wieder auf Hosting an und es gut, dann spielen wir es halt wieder genau wie vorher. Nebenbei danke für gerade über 800 Zuschauer. Für den Jungen, der gerade einfach nur im Ladescreen hängt. Kannst du überspringen? Nee, kann ich nicht. Ja gut, sollen sie nochmal quatschen, soll mir egal sein. Mein Gott, er trinkt wie so ein kleines Baby, Alter. Keine Casinos. Ich denk nicht mal dran. Da denk mir dran, wir fahren klar ins Casino. Was ist denn los? Ich war nicht gerade sicher, so ein Casino. Wir fahren jetzt einfach mal diese Etappe durch. Fühlt sich echt komisch an. Ich weiß nicht, warum das Spiel auf Hoch ohne V-Sync schlimmer läuft als auf Ultra mit V-Sync an. Was ist das denn? Warum wieder laut? Alter, das Spiel, ne? Warum stellst du dich lauter? Sag mal, willst du mich flachsen? Ist es echt schon wieder lauter gestellt? Sag mal. Oh. So. Mann, Alter. Hör auf, mir Windows halt rumzufummeln. Okay, ich stelle wieder die Grafik hoch. Sorry. Also irgendwas ist da ganz komisch im Hintergrund. Ich weiß nicht, was es ist. Es tut mir sehr leid, dass es gerade so rumbackt. Es wird ein sehr langer Stream. Ich spiele es aber wieder auf Ultra. Wir machen V-Sync wieder an. Und gut ist. Ist mir egal. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht vom Game, Alter. Was läuft das denn auf der Qualität so scheiße? Ultra, 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 Ultra. Geh mir nicht auf den Sack ein. So, piss dich. So. Alles kaputt. Ich glaube auch, ich habe mein Spiel schon jetzt kaputt gemacht. Wollen wir nochmal vorne anfangen? Ja, kein Thema. Haben wir schon eine Stunde nur gestreamt. Alles super. ich mag ja nicht was Speech, weil teile ich ja schon gerne, aber die haben immer echt so ihre Probleme. Hallo, darf ich mal. Jetzt lass mich fahren! Ich fahre jetzt erstmal die Etappe hier auf jeden Fall durch. Oh, komischerweise, der Porsche kann auch wieder Auspuffflammen schießen. Das konnte er vorher nicht. Egal, wir spielen jetzt einfach auf 30 FPS. Das ist eine super Framerate, die macht super viel Spaß. Es funktioniert zumindest. Wieso läuft es denn so besser? Das ist doch Quatsch, Alter. Das gibt es nicht, ey. Das ist jetzt alles wieder normal. Ich stelle es auf hoch, plopp, Spiel kaputt. Du Motto, wir wollen keine schlechte Spielqualität, aber die Framerate. Scheiß auf die Framerate. Der M3 war gerade im Boden. Liebe Kinder, falls euch das interessiert, M3s fahren nicht im Boden. Hallo, ich im Framerate. Es lief auf der PS3 besser, auf der PS3 sieht es aber noch ein Tacken Kacke aus. Schöner Ausdruck. Tacken Kacke. Ja, bam, bam. Ja, das ganze Auspufffeuer war gerade komplett weg. Ich weiß nicht, ob das auf hoch komplett deaktiviert wird. Ist ja nicht so, als hoch so eine niedrige Grafik erstellt wäre. Hoch klingt ja noch eigentlich so danach so, das Spiel sieht nicht scheiße aus. Aber bei Sylvanas halt so, spielst hoch, Alter, schäm dich. Kauf den vernünftigen PC, du Idiot. Oder spiel unser Meisterwerk nicht. Das ist Hollywood. Hollywood möchte gewürdigt werden. Meine Mutter möchte auch gewürdigt werden. Ich meine, schönes Wetter draußen. Aber eine Abkürzung, Kacke, LKW! Wir haben sogar Cobra Daytona Coupé im Spiel. Meine Fresse, die Fahrzeugauswahl. Ich feiere das ja jedes Mal umso mehr, wenn ich gerade erstmal so realisiere. Das ist Vegas, nicht Hollywood. Ja, ja, aber es endet in Hollywood. Alles gut. Man muss das Gesamte sehen. Hollywood-Film ja auch so. Boah, komm schon. Ihr müsst doch ein paar Leute aufholen. Auf den letzten 3,6 Kilometern, wenn ich mal von der Wiese rum. Von der guten Wiese, ja, ja. In der Wüste wächst auch sehr viel Wiese. Jungs, lasst euch mal bitte aufholen. Guten Tag. Macht Platz! Das Fliegen, Jungs. Guten Tag, die Herren. Entspannt 300 Sachen vorbei. Ich dachte, das ist Paris nicht Hollywood, das ist Berlin nicht Hollywood. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ach stimmt, den Sprung habe ich ganz vergessen. Ei, ei, ei.
Und Vollgas! Noch mehr Sprünge! Mein Spalt macht meine Tür schon wieder auf Amerika-Maß. Wieso denke ich die ganze Zeit drüber nach, das Spiel zu kaufen? Kauf die Liefer City One. Für 5 Euro macht man wirklich nichts falsch. Ich glaube, für 5 Euro hast du wirklich 6 Stunden guten Spielspaß. Also, ich Liefer City One mittlerweile, finde ich, kann man sich echt gut kaufen. Also, ich finde aber, der Preis kostet, also es kostet bei Emerogago 5er und ich glaube, bei selbst bei Origin kostet gerade mal 7 oder so. Neue Fahrerstufe, sehr gut. Jedes Spiel ist auf seine eigene Weise gut. Das ist aber ein sehr positiver Gedanke. Das denkt aber jemand sehr positiv. Schnell Nitro-Aufladung freigeschaltet. Geil, fortsetzen. Mehr Nitro. Also, nee, nicht mehr Nitro. Schnelleres Nitro.